Herzlich willkommen beim täglichen Video Strategietiger des Frankfurter Börsenbriefs. Heute am Montag, den 24. Februar 2014. DAX bewegt sich nach wie vor in einer Seitwärtsrange zwischen 9.600 und 9.700. Für heute könnte ich mir auch mal einen Ausbruch nach oben vorstellen, denn der IFO-Geschäftsklimaindex ist besser ausgefallen als von Experten erwartet. ZDW in der letzten Woche etwas schwächer, aber bei ZDW, da befragen sich ja die Marktteilnehmer nur gegenseitig, was sie denn für die Zukunft erwarten. Und das ist eigentlich weniger aussagekräftig als das, was die Unternehmer sagen, wie Sie denn die Perspektiven für die nächsten Monate sehen. Und da bedeutet diese Aufhellung natürlich einen Schub, einen Rückenwind. Das könnte sich dann allerdings als Fehlsignal herausstellen. Die Aufwärtsbewegung ist ins Stocken gekommen. Wir sehen so eine kleine Top-Bildung im Moment an den deutschen Märkten. Und das bedeutet, dass man eher auf die mittlere Sicht mit einer Abwärtsbewegung rechnen sollte. Wir haben Frankfurter Börsenbriefe neue Empfehlungen für DAX-Put-Optionsscheine aufgenommen. Das heißt nicht unmittelbar, dass wir in dieser Woche da hinunterfallen müssen, aber ich sag mal, innerhalb der nächsten zwei Wochen ist doch die Gefahr relativ virulent, dass wir uns in einer Abwärtsbewegung wiederfinden werden. Interessant in diesen Tagen auch der Gaspreis, wieder deutlich über 6 Dollar gestiegen, 6,36 Dollar in den USA. Das hat natürlich mit dem erneuten Wintereinbruch zu tun. Für diese Woche werden noch einmal kältere Temperaturen erwartet und die Bestände bei den Heizmitteln, die sind auf ein 10-Jahres-Tief gefallen. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob so eine Spekulation tatsächlich so sinnvoll ist. Sie kennen ja das große Fracking-Thema. Es wird wahnsinnig viel Gas aus der Erde geholt und damit ist schon fraglich, ob so ein Aufwärtstrend Bestand haben kann. Also wenn Sie bei dieser Gasspekulation mitmachen wollen, dann bitte nicht länger als 2-3 Tage. Danach wird die Gaspipeline wieder gut gefüllt sein und danach wird der Gaspreis sehr wahrscheinlich wieder nach unten fallen. Jedenfalls ist das Risiko auf eine Gas-Long-Spekulation angesichts der enormen Förderung, die wir doch in den USA sehen, mit einigen Risiken behaftet. Wer ein bisschen mittelfristiger denkt, also ich sag mal die nächsten 2-3 Monate, der sollte vielleicht eher auf Heizöl oder auf Ölprodukte insgesamt gehen, denn das Heizöl wird natürlich im Moment stark nachgefragt wegen der Kälte und es ist hier nicht damit zu rechnen, dass sich die Läger so schnell wieder aufbauen werden. Warum? Weil die Raffinerien natürlich in den nächsten Wochen ihre Lager oder ihre Einkäufe tätigen, um die Läger zu füllen für die Driving Season im Sommer. Das heißt, Öl muss verarbeitet werden und das bedeutet, dass es weniger für Heizöl zur Verfügung steht. Und insofern kann man damit rechnen, dass es beim Öl zumindest kurzfristig in den nächsten zwei Monaten eine kleine Knappheit geben wird, was sich auch auf den Preis niederschlagen wird. Also, wer beim Gas kurzfristig mitmachen will, kann man machen, ist mit einigen Risiken behaftet. Würde ich nur auf die nächsten paar Tage sehen. Beim Heizöl oder auch bei Ölprodukten generell kann ich mir eine Aufwärtsbewegung über die nächsten 2-3 Monate durchaus vorstellen, weil auch hier die Bestände gut zurückgegangen sind. Das sind die Hinweise für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse. Morgen melde ich mich wieder. Bis dahin alles Gute. Ihr Bernhard Klintzing.